Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Eine weitere Folge FM. Eine weitere Folge mit Lechposen. Wir sind am Tage des Spiels gegen Legia angekommen. Leider fehlt Kuba Wischniewski gelb gesperrt. Dafür verteidigt Robert Gumni rechts hinten und Skoros geht auf die Bank. So. Unsere Neuzugänge Cosmo und Christian Fjeld kommen leider noch nicht zum Einsatz heute. Denn Fjeld ist aktuell noch nicht 100% fit. Und für Cosmo habe ich hier leider noch nicht so richtig den Platz in der Mannschaft. Aber das kommt. So. Die Elf steht. Die Jungs sind fit, die Jungs sind motiviert und rein geht's. Rein geht es gegen Radoslawa Latal und Legia Warschau. Ein Sieg zum Liga-Auftakt zu Hause. Oder zum Jahresauftakt in der Liga wäre natürlich geil. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und der Chat auch, so wie es aussieht. Also von daher, wenn ihr Bock habt, mal ja, bei einer Aufnahme dabei zu sein, schaut gerne auf Twitch vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und für diejenigen, die auf Twitch dabei sind und nicht ganz dabei sein können heute, die Folge kommt auch auf YouTube, könnt ihr gerne dann auch mal nachschauen. Schöner Freistoß von Borko. Ja. Aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Schöner Ball von Lobanski in Richtung Tschingschak. Und da ist es, das 1 zu 0. Jawohl. Also von daher, wenn euch dieser Pass von Kaspar Lobanski genauso gut gefallen hat. Wir, ich würde ihn heiraten, den Ball, den Pass. Dann lasst doch gerne abonnieren, kommentieren, auch gerne gesehen. Macht was für den Algorithmus im Zweifel. Ich würde mir freuen. Jetzt wird es gefährlich, da gestern hat einen Ball.
So, Timo Pucher möchte sich doch mal ein bisschen zurücknehmen in die Zweikämpfen. Das wäre ganz sinnig. Der da auch bitte. Weiter geht's. Jakob Mohler hat das abgekriegt oder wie? Ja, nee, geht. Geht. Wäre sehr, sehr schade gewesen. So, Drasik, Urbanski. Glaube, ich würde Mohler einfach verbieten zu schießen. Schön aufgepasst von Lewowski. So, Skolas und Matuszewski. Rassi kommt an den Ball. Mosor für Schatka und Kellmann für Kownacki. Nochmal. Kownacki und der macht ihn. Also Kaspar Urbanski heute überragend mit einem überragenden Auge. Trotzdem geht Kownacki raus. Wir haben Donnerstag die Euroleague vor uns und da brauchen wir ihn fit. Da brauchen wir ihn fit. Ähnlich verhält es sich mit Jakob Moda. Auch den brauchen wir in der Euroleague fit und einsatzbereit. Skoras über Kelban. Ja, geht da noch was? Oh, Alter! Was? Legowski. Aber sowas von am Pennen in dem Moment, aber sowas von. Also, wenn ich den Namen Amador lese, muss ich immer an den Dings denken. An Andrei Amador.
Kostarikanischer Rapro. Vieh. Sieht doch sehr gut aus. Naja, nicht jeder Ball von Urbanski kann ankommen. Nicht jeder Ball. So, aber sehr zufrieden gewesen, sehr, sehr zufrieden. Und jetzt ist halt die Frage, wie schlägt sich Rakow? Na, bleibt es bei 4 Punkten oder ist es nur ein Punkt? Und so, einmal alle hier kurz durchloben. Irgendwo hängt meine Maus gerade fest. So, ach so, ja, stimmt. Wir haben noch einen. Oh Gott. Die müssen wir gleich mal in Ruhe angucken. Die muss ich mir gleich mal in Ruhe angucken hier. Wie ihr seht, Euroleague-Zwischenrunde. FC Utrecht. Wir haben es dieses Jahr mit den Holländern. Wir haben es mit den Holländern. In der Ligaphase hatten wir ja auch Kuhn und Terlecki haben getroffen. Okay. Naja, ob man den jetzt verschieben muss, weiß ich nicht. Wir hatten hier ja Twente und Alkmaar. Und jetzt haben wir Utrecht. Also ohne Holland bei uns keine Euroleague. Ne?
Ich hoffe, es sind bis zum Finale noch ausreichend holländische Mannschaften dabei. So, ist nicht. So, und auch Gilewski geht. In die zweite Liga wechselt er. Auf Leihbasis allerdings erstmal nur. So. Und Fjeld ist schon wieder verletzt. Ich hoffe nicht, dass das zum Standard wird. Ich hoffe nicht, dass das zum Standard wird. So, ich würde gerne Rosbach runtergeben. Oh, kann auf jeden Fall mal 90 Minuten ran. Und Norrington Davis 45. Ja, die beiden haben ausreichend Spielpraxis. Fjeld ist noch Dings. Nee, die nicht. Nee, die dann nicht. So. Es ist schön, dass Wiesler das tut. Ich sage hier jeweils nein. Und auch bei Matuszewski nö. Und dann reines Mitarbeitertreffen. Was wollen die denn? Trainiert er doch sowieso. Also uninteressant. Naja. Naja. Ja. Aber der hat noch bis zu 28, also von daher aktuell kein Thema. Dekovic und Schabani bleiben da, wo sie sind. Der kann von mir aus verliehen werden. Jerimovic bleibt da, wo er ist. Was? Hä? Ja. So. Wollen wir einmal ganz kurz bei den Mentoring-Gruppen gucken. Oh, die mal hier hinzufügen. Wobei, nee, warte mal, der müsste hier raus. Und dann. Kann der zu Jakob Moder in die Gruppe. Das passt besser. Ja, Muzik hätte ich ja gerne, aber das war nicht machbar finanziell.
sind die nicht mehr ganz dicht, mir meinen besten Stürmer abkaufen zu wollen. So, Anschlag hat ein Türchen gemacht, sehr schön. Oh nee, ey. Geht mir schon wieder, das geht mir schon auf den Keks mit Norrington Davis, ne? Das geht mir schon auf den Keks. Alter. So. Die Western City Wanderers von Jordan Courtney Perkins zurückholen nach Australien. Also Zwischenrunde der Champions League haut schon harte Spiele raus. Juve gegen Real. Das ist doch schon mal auch eine nette Partie. Das 200. Spiel als Trainer für Lech. So. Dann wollen wir mal. Kuba soll auf jeden Fall. Kuba soll auf jeden Fall spielen. So. Rosbach geht ins Tor. Goibels geht auf die Bank. Ivo und dann kommt Janko Jefremovic mit auf die Bank. Ja. Gut, dann hat sich das mit Janko Jevremovic in dem Moment erledigt. Und ich nehme dann Haller-Reimer mit auf die Bank, wobei, ja doch, passt. Das passt. Bitte? Okay. Das ist die Roma. Verwirrt mich. Verwirrt mich, dass da nicht Roma stand. Das doch auch erst seit dem letzten Update, oder? Hm. Ja, genau, nervt mich damit, dass der Rentner-Keeper der zweiten nicht für die pakistanische Nationalmannschaft nominiert werden sollte. Das interessiert mich nicht. Der rennt da doch nur rum als Ankerspieler.
Jo, das sehe ich gerne. Das sehe ich wirklich gerne. So, ich bin überlegen. Aber Norton Davis lasse ich noch draußen. Goebbels kann mit. Mir fehlen sonst auch so ein bisschen die Alternativen für die Offensive in dem Moment. So. Los geht's. Auswärts beim FC Utrecht. Und dann let's go. Im Galgenwald. So heißt der Profi, okay. In unserem 200. oder im 200. Spiel an der Seitenlinie bei Lech. Er kommt. Cimcak auf Jedrasik. Schön auf Kuchnatski durch. Junge. Sucht Cimcak. Und da ist es! Jawohl, wir gehen 1-0 in Führung in Utrecht. Traumpass von Legowski. Und Cimcak. Souverän. Schönes Ding, Jungs. Schönes Ding. Ne? So, dann wollen wir mal gucken, nicht, dass wir da nachlässig werden. Oh, geil. Kuba ist im nächsten Spiel gesperrt. Ich bin jetzt schon wieder begeistert. Cimcak, Jakub Moller und natürlich, wie soll es anders sein? Er läuft doch durch und bricht nicht ab. Kollege Jedrasik. Souverän abgefangen, das Ding.
Kasch Bobanski. Kasch Bobanski! Jawohl, da ist es. Ein geiles Tor. Kurz vor der Halbzeit. Absolut geil und absolut wichtig. Ich bin super zufrieden. Die beiden, ne? Ja, mehr war da nicht so. Ich bin wirklich super zufrieden. Oh, das wäre es gewesen. Cimcak durch auf Obanski. Das wäre es gewesen. So. Kominowski und Fabri. Einmal rein, weil Cimcak und Jedrasik ein bisschen platt sind. Und wir noch einige wichtige Spiele vor uns haben. So, Thomas rein für Lugowski, der da was abbekommen hat. Und was war auf, aufgepasst. So, Gumni und Matuszewski. Die Standardteilzeitarbeiter auf den Außenverteidigerpositionen. Czeka Urbanski, oder? Oh Mann, du. Meine Güte. Ich denke mal, wir können die Jungs auch mal loben. Sah auch gut aus bis hierhin. Läuft sie auch sehr gut. So. Herr Spobanski aufgepasst, aber macht wirklich auch wieder heute ein super Spiel. Matuszewski zu zögerlich, viel zu zögerlich da außen. Und und nie verliert das Kopfballduell. Also die beiden eingewechselten Außenverteidiger sind hier die Schuldigen fürs Gegentor. André Fabri. Nehmen wir mal das Zeitspiel rein. Sie sollen sich ein bisschen diszipliniert halten. Kulinowski, aber ich denke, wir können hier ein bisschen Zeit dann hoffentlich auch von übernehmen gleich. Ja. Und Leute.
Ich habe absolut nichts gegen überlegten Fußball, ne? Aber dann spielt ihn auch. Dann spielt ihn auch. Das kann doch nicht sein. Leute, was ist da los? Was ist da los? Modo hat doch nicht aufgepasst. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das kann. Ey, nee. Bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Doch. So, Schuld liegt eindeutig beim Trainer. Ganz eindeutig. Ich hatte das Spiel leider kaputt gewechselt, würde ich sagen. Aber gut, aber gut, aber gut. So, am Ende des Tages sind wir damit aber auch schon wieder fertig für diese Folge. Das heißt, liebe Leute, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.